Pflichtspieljahres 2014 nach der Begegnung Arminia Bielefeld gegen den Chemnitzer FC. Endstand vor 13.411 Zuschauern 2:0. Neben mir sitzt der Vertretung des Cheftrainers Carsten Heinel, Co-Trainer Thorsten Bittermann für den Chemnitzer FC und links neben mir unser Cheftrainer Norbert Meyer. Und wie immer gebührt dem Gast zuerst das Wort. Herr Bittermann, bitte. Ja, das, was wir uns vorgenommen hatten für das heutige Spiel, haben wir ergebnisorientiert nicht erfüllt. Wir wollten auf jeden Fall einen frühen Rückstand vermeiden. Ist uns leider nicht gelungen, weil wir in der vierten Minute schon die erste Unaufmerksamkeit den Bielefeldern gestattet hatten, zum Torerfolg zu kommen. Ja, dann ist es schwierig, wenn der Tabellenführer im eigenen Stadion 1-0 führt, ist es schwierig für uns, dort zurückzuschlagen. Wir haben das probiert, wir haben trotzdem meiner Meinung nach 30 Minuten gebraucht, um schon unseren Respekt auch gegenüber den Arminen abzulegen. Ja, in der Halbzeit haben wir uns neu orientiert, neu sortiert und wollten auf jeden Fall mit Schwung nochmal in die zweite Halbzeit kommen, was wir dann wiederum nicht geschafft haben, weil sofort nach 4 Minuten in der zweiten Halbzeit das 2-0 gefallen ist. Ja, und dann haben wir noch probiert, Schadensbegrenzung zu begehen, dass wir hier nicht richtig unter die Räder kommen. Ja, und somit muss ich sagen, dass das 2-0 für uns zwar enttäuschend ist, aber dann trotzdem in Ordnung geht. Ja, vielen Dank, Herr Bittermann. Dann reiche ich das Wort weiter an unseren Cheftrainer Norbert Meyer. Ja, Glückwunsch an unsere Mannschaft. Ich denke, wir haben nochmal alle Kräfte mobilisiert heute. Im allerletzten Spiel vor der Winterpause. Das Spiel war nicht einfach. Schon allein die Bodenverhältnisse heute waren für beide Mannschaften, denke ich, sehr, sehr schwierig. Es war nochmal richtig kräftezehrend und ich glaube auch, dass die Pause jetzt zur richtigen Zeit kommt. Wir haben sehr viele Spiele gehabt. Jetzt kann die Mannschaft mal kurzzeitig abschalten. Und dann werden wir am 5. Januar wieder frohen Mutes in die Vorbereitung reingehen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause reingeht. Nochmals, die Mannschaft hat viel geleistet jetzt in diesem Halbjahr, das muss man wirklich sagen. Aber es besteht kein Grund, dass man sich jetzt darauf ausruht. Heute ja, aber dann ab einem gewissen Zeitpunkt muss es wieder losgehen. Auch nochmal Dank an unsere Fans, die so fantastisch hinter dieser Mannschaft stehen und auch heute wieder die Mannschaft immer wieder getrieben haben durch dieses Spiel hindurch. Danke dafür. Das war's. Ja, vielen Dank. Dann ist jetzt wie immer Zeit für Sie und euch Fragen zu stellen. Wir haben ein Mikro im Raum, dann würde ich um das Handzeichen bitten. Ja, überraschenderweise gibt es heute keine Fragen. Dann noch die Endergebnisse der anderen Spiele, die mir jetzt vorliegen. Dynamo Dresden schlägt den VfL Osnabrück 2:1. Der MSV Duisburg und Mainz 2 trennen sich 1:1. Hansa Rostock unterliegt Holstein Kiel 0:4. Fortuna Köln und Hallischer FC trennen sich 2:2. Stuttgarter Kickers schlägt Groß Asbach 2:0. Unterhaching gewinnt gegen Jahn Regensburg 3:2. Cottbus schlägt Preußen Münster 2:1. Stuttgart 2 und der Rot-Weiß Erfurt trennen sich 2:2 und das Spiel Dortmund 2 gegen Wien-Wiesbaden wurde abgesagt. Das war es dann für dieses Jahr. Ihnen allen frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Vielen Dank, unseren Gästen eine gute Heimfahrt und bis ins neue Jahr.